Wir sprechen heute beim Business Talk am Kudamm über den Berliner Mietendeckel und die Auswirkungen des Urteils vom Verfassungsgericht. Heute bei uns zu Gast Rechtsanwalt Johannes Hofele. Der Berliner Mietendeckel wurde als verfassungswidrig erklärt. Wie haben die Richter in Karlsruhe ihr Urteil begründet? Kurz und knapp, eindeutiger geht es nicht. Der Berliner Gesetzgeber hatte keine Gesetzgebungskompetenz. Hintergrund ist, dass das Grundgesetz genau regelt, welche staatliche Organisation oder welche, um das mal ganz grob zu sagen, welche Gesetze erlassen darf. Wir haben eben Bundesgesetz, wir haben Landesgesetz, es gibt eine ausschließliche Gesetzgebung des Bundes, es gibt eine konkurrierende Gesetzgebung. Und das Mietrecht ist reines Bundesrecht, das ist im BGB geregelt, Paragraphen 535 folgende sind das. Und das ist eben auch abschließend, da gibt es eben keine Konkurrenz des Landesgesetzgebers. Und daran ist es schlicht gescheitert. Die Idee des Berliner Senats oder der Fraktion war eben, dass es eine gewisse Kompetenzverlagerung gab für bestimmte preisrechtliche Vorgaben, und daran wollten die das aufhängen. Das hat aber sozusagen von Anfang an diesen Konstruktionsfehler gehabt. Und das Interessante daran ist, was ich, muss ich gestehen, so in der Deutlichkeit nicht unbedingt erwartet habe, eben ist die totale Nichtigkeit des Gesetzes. Man hätte auch denken können, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass das Gesetz nur nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre, was eben nicht zu einer Nichtigkeit, sondern zu einer Unwirksamkeit und zu einer Änderung für die Zukunft geführt hat. Aber da waren die Verfassungsrichter des Urteils, glaube ich, auch 8-0 ausgegangen, ja, also mit 8 Richtern und ohne Gegenstimmen, das gibt es manchmal auch. Sehr eindeutig. Und das, wenn man das Urteil liest, das ist auch sehr interessant. Also auch jemand, der jetzt nicht Jurist ist, kann es sehr gut lesen. Und viele Jurastudentinnen und Jurastudenten werden mit dem Urteil noch viel Freude haben, weil ich bin ganz sicher, dass es eine Prüfungsfrage im Verfassungsrecht wird. Und das Interessante daran ist, dass es tatsächlich sehr gut und lesbar auch für Nicht-Juristen geschrieben wird. Es wird wirklich wunderbar dargelegt, wie ist die Gesetzgebungskompetenz in der Bundesrepublik ausgestaltet, was kann der Landesgesetzgeber, was kann er nicht, welche Möglichkeiten hätte es gegeben, und prüft es schulbuchmäßig ab, was nicht geht. Also langes Urteil, aber mit einem Satz zusammenfassen: keine Gesetzgebungskompetenz. Das ist ja super spannend. Und ist das jetzt sozusagen die letzte Instanz oder kann das nochmal angekreidet werden? Nein, in Deutschland nicht, weil es eben Bundesrecht ist. Und wir haben hier, soweit ich jetzt erkenne, keinen europarechtlichen Einschlag. Also das wäre tatsächlich so, dass es da immer noch eine Instanz gibt, nämlich entweder den EuGH oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber das sehe ich hier nicht. Also von daher können wir mal sagen, das Thema ist jetzt vom Tisch. Was interessant ist, ist aber, dass ist sozusagen die Frage der Mietpreisregulierung eigentlich schon über 100 Jahre alt ist, weil die ersten Mietenverordnungen, die gab es nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, 1918 gab es 3 Stück, wo es eben tatsächlich drum beim Ersten Weltkrieg eben tatsächlich totale Wohnungsnot handelte und eben auch damals schon eben den Vermietern oder einigen Vermietern in böse Machenschaften und eben zu überhöhte Miete vorgeworfen wurde, gab es eben tatsächlich vom Gesetzgeber, auch damals vom Reichsgesetzgeber, diese Mietenbegrenzungsverordnungen. Und dann in der Weimarer Republik wurde diese strenge Regelung oder wurde wieder etwas gelockert, dass eben Mietpreis oder Mieterhöhungen wieder erlaubt waren. Und ein Treppenwitz der Geschichte ist, dass im November 36, wenn ich es richtig weiß, die Nazis veranlasst haben, einen totalen Mietenstopp. Also da wurde eben auch der Reichsgesetzgeber hat gesagt, die Mieten werden also quasi eingefroren. Also praktisch das, was jetzt der Berliner Senat wollte, aber sozusagen eben auf Reichs- oder Bundesebene. Also deshalb gab es ja auch die Diskussionen. Wir hatten im Bundestag in der letzten Woche eine Anhörung oder eine Aussprache auf Antrag der Linksfraktion, dass es eben einen bundesweiten Mietendeckel geben soll. Ich weiß gar nicht, ich hatte leider keine Zeit, das wollte ich gerne mal machen, mir das Plenarprotokoll anzugucken, ob die auf diese damalige Zeit rekurrieren, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist es in der Diskussion und es ist aus meiner Sicht gar nicht so ausgeschlossen, dass der Bundesgesetzgeber über die Mietpreisbremse, die wir ja haben, die ich auch verfassungswidrig
mäßig ist. Da waren auch Angriffe sozusagen dagegen. Die wurden vom Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, alles kein Problem, das könnt ihr so machen. Dass über die Mietpreisbremse hinaus weitere bundesgesetzliche Regelungen getroffen werden. Wie das dann im Einzelnen umzusetzen ist, ist natürlich die spannende Frage. Ein weiteres Problem der Berliner Regelung war, dass sie aus meiner Sicht, also was mich jetzt als Anwalt anbelangt, der mit dem Gesetz als Werkzeug umgehen muss, so wirklich, ich muss es so sagen, grottenschlecht war, ja, also von der Ausgestaltung her. Und der zweite Punkt ist, wenn man auf die verfassungsrechtliche Ebene schaut, dass es eben zu holzschnittartig war. Also es kann einfach nicht richtig sein, dass jemand, der im Kudamm wohnt und sich das auch leisten kann und leisten will, sozusagen genauso davon profitiert wie jemand, der in Marzahn eine Wohnung gerade mal so sich ergattern kann und gerade mal so zahlen kann. Da passen Dinge nicht zusammen, weil das Gleichheits- und auch als Ausfluss der Gerechtigkeit, das Gleichheitsprinzip sagt einfach, Gleiches muss gleich, aber Ungleiches muss auch ungleich behandelt werden. Das heißt, dass in irgendwelchen Gebieten, wo es eben keine Wohnungsnot gibt, brauche ich keinen Mietendeckel und das so, also das würde eventuell, ich bin jetzt kein Verfassungsrechtler, aber wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass man das so ausgestaltet, dass eben die entsprechenden Länder oder auch Kommunen die Möglichkeit haben, sogenannte Rechtsverordnungen zu erlassen und dort irgendwas zu regeln. Das mag eventuell gehen, aber da müssen wir einfach die politische Diskussion, auch die juristische Diskussion abwarten, wie kann es gelingen, wenn man es will. Das sind praktisch zwei Dinge. Man muss es wollen, dann muss man es machen. Das muss der Richtige tun, der richtige Gesetzgeber. Und er muss es dann auch richtig machen. Und wir hatten jetzt in Berlin nur das, wir wollen es, aber es war der Falsche und er hat es auch nicht richtig gemacht. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, und Sie hatten jetzt auch gerade schon das Beispiel von Berlin gebracht mit den unterschiedlichen Stadtteilen. Und wenn es denn so wäre, einen bundesweiten Mietendeckel, ich meine, das ist ja ein Unterschied, wenn ich irgendwo in Ostdeutschland auf dem Land lebe oder wenn ich in München wohne. Also das... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das umgesetzt werden soll. Ja gut, uns Juristen wird ja immer sozusagen, das hatte ich jetzt am Tagesspiegel gelesen, die Kreativität abgesagt, aber so ist es nicht. Man kann es ja machen und man muss halt wirklich vertieft drüber nachdenken, wie es funktioniert. Und wenn man das politisch will, muss ich auch sagen, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt ein großes Problem damit, ja, dass man sagen, ja, da wo der Markt eben tatsächlich aus dem Ruder gelaufen ist, ja, es gibt so Bereiche und Städte, ja, da muss man was tun, ob man das jetzt über eine Regulierung macht der Mieten oder vielleicht den Leuten sozusagen das Geld dafür gibt, das ist dann auch eine politische Entscheidung. Aber natürlich, vollkommen richtig, wie Sie sagen, man muss da versuchen, die verschiedenen Bereiche oder die verschiedenen Lebenswirklichkeiten in Deutschland, ich meine, das Grundgesetz ist ja darauf angelegt, dass die Gesetzgebung, dass wir einheitliche Lebensverhältnisse in Deutschland erhalten. Ja gut, wenn man sich den Internetausbau ansieht, ist man auch weit davon entfernt. Ja. Und so wird es halt mit den Mieten auch sein. Also genau, also vermutlich, ich weiß es nicht, ich bin kein Verfassungsjurist und auch kein Gesetzgeber, kann man es so machen, dass der Bundesgesetzgeber sagt, ihr dürft Rechtsverordnungen erlassen, also diese Rechtsnormen, die eben sozusagen unterhalb des Gesetzes liegen. Und da gebe ich euch vor, was ihr da reinschreiben dürft. Ja. Und dann könnt ihr das machen. Also bei der Mietpreisbremse ist es so gemacht. Ja. Da dürfen die Kommunen oder die Länder sagen, ich habe hier ein Gebiet mit angespannter Wohnungsmarktlage. Das muss ich dann feststellen wissenschaftlich. Und dann darf ich bestimmte Maßnahmen machen. Also deshalb haben wir hier sozusagen in Berlin die Mietpreisbremse flächendeckend. Auch da könnte man sagen, rein theoretisch wäre es möglich, dass man sagt, in Zehlendorf ist jetzt keine Wohnungsnot, da wenden wir die Mietpreisbremse nicht an. Also das ist auch tatsächlich so, in anderen Bundesländern gilt die nicht überall. Ja. So. Und so in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es gehen wird. Aber das muss dann sozusagen wirklich vom Bund kommen. Jetzt haben wir erstmal über das Urteil an sich gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über die Situation sozusagen vor Ort. Also viele Mieter haben ja durch den Mietendeckel auch niedrigere Mieten gezahlt. Muss jetzt die Differenz an die Vermieter überwiesen werden? Ja. Es sei denn, der Vermieter hat darauf verzichtet oder verzichtet darauf. Weil wenn man jetzt von der juristischen Seite aufgeht, von der juristischen Konstruktion, hatte ich vorher gesagt, das Gesetz ist nichtig und es ist so, als würde es niemals bestanden haben. Das heißt, diese Absenkung, die ich als Mieter verlangen durfte nach dem Gesetz und auch bekommen habe, da ist die Rechtsgrundlage weg. Das heißt, ich muss
zurückzahlen. Und es gab auch nie, das ist auch so ein, es gab auch nie Schattenmieten. Das ist auch so ein Begriff, der mich persönlich auch immer ein bisschen geärgert hat, weil der Berliner Gesetzgeber selber gesagt hat, wir möchten nicht in das zivilrechtliche Rechtsverhältnis eingreifen, Klammer auf. Damit hat er sich selber sozusagen die Steilvorlage, also auch ohne Bundesverfassungsgericht geliefert. Ich will nicht ins zivilrechtliche Rechtsverhältnis eingreifen. Das ist Bundesrecht. Das heißt, er hat sich da selber schon ausdrücklich die Gesetzgebungskompetenz eigentlich abgesprochen, wenn man mal in die Gesetzesbegründung reinguckt damals, aber sei es drum. Ja, es ist einfach so, es gibt keinen Anspruch auf die Nichtzahlung der vereinbarten Miete. Und die spannende Frage wird jetzt natürlich sein, wie geht es weiter? Und da kann man eben nur empfehlen, dass alle Mieter, die davon profitiert haben, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen übrigens, die Mieter haben nur von einem gesetzlich eingeräumten Rechtverbrauch gemacht. Das kann man jetzt keinem Mieter vorwerfen, dass er gesagt hat, ich habe da ein Gesetz und ich verlange diese Absenkung. Also das ist eben auch ganz wichtig, denn wie es weitergeht, dass sozusagen jetzt die Mieter zwar zurückzahlen müssen und auch anzuraten ist, dass die Mieter von sich aus auf den Vermieter zugehen und sozusagen sagen, wenn sie das Geld haben, gut, ich meine, Frau Lomscher hat ja damals gesagt, legt es zur Seite. Ja. Gut, dann kam Corona und es gibt tausend Gründe, warum das nicht geht und so. Und da ist auch jetzt von unserer Seite, so würde ich auch meine Mandanten beraten, auch von Mieterseite, also wenn ein Mietverhältnis ohnehin unproblematisch war, dass man da eben guckt, wie man da hinkommt. Aber vom Grundsatz ist ganz klar, es gibt keinen Anspruch, oder andersrum, der Vermieter hat einen glasklaren Anspruch auf Nachzahlung der Miete, es sei denn, er verzichtet darauf. Wow. Also Sie haben das ja eben gerade schon angesprochen, eben also die Corona-Situation. Es gibt ja nun mal einfach auch viele, die in Kurzarbeit sind und deswegen weniger Geld haben. Also es ist ja eh schon das Geld irgendwie zusammenzuhalten. Und jetzt gibt es vielleicht Leute, die diese Rückzahlung gar nicht machen können. Kann das sein, dass denen dann gekündigt wird? Theoretisch ja. Ja, das ist die juristische, die spannende Frage, muss ich als Vermieter auffordern? Also es geht, juristisch geht es um die Frage des Verzuges. Ja. Verzug ist schuldhafte Nichtleistung trotz Fälligkeit und Zahlung. Haha, habe ich vor vielen Jahren mal auswendig gelernt. Und da kann man natürlich schon sagen, also ich würde auch keinen Vermieter, ich würde es wirklich auch nicht fair finden, wenn jetzt ein Vermieter kommentarlos eine Kündigung ausspricht. Ja. Die würde auch nicht durchgehen aus meiner Sicht, weil wie gesagt, das war ein rechter Mieter. Wir haben jetzt sozusagen die Situation seit vorletzten Donnerstag, ich weiß nicht, ob ich die Zeit ein bisschen verloren, dass es jetzt weggefallen ist und da sollten sozusagen beide Parteien gucken, was ist jetzt. Und bei absolut unproblematischen Mietverhältnissen würde ich zum Beispiel sagen, natürlich sollte der Mieter als den ersten, jetzt in dem Fall den ersten Schritt machen, wenn es geht, dass ich sage, hier, ich kann gerade nicht, können wir das stunden und jeder Vermieter ist aus meiner Sicht gut dran, sollte gut daran tun, dem dann, wenn es irgendwie geht, aus seiner Sicht Rechnung zu tragen. Man muss auch sagen, ich habe jetzt auch einen Fall, da ist der Vermieter fast pleite, weil er weil er diese Zeit mit der niedrigen Miete fast nicht überbrücken konnte. Gut, aber das sind halt etwas, wo alle, auch der Mieterverein, auch die Vermieterverbände zu Recht appellieren, redet miteinander. Mhm. Genau. Und ja, aber das ist tatsächlich so, wir müssen zurückzahlen. Ich fand auch diesen Aspekt, den Sie gerade eingeworfen haben, nochmal sehr interessant, weil es gibt ja tatsächlich Menschen, das sind ja nicht immer die großen, ich will jetzt eigentlich gar kein Land nennen, ist jetzt egal, also die großen, ganz reichen Menschen, sondern es gibt ja einfach Menschen, die gesagt haben, ich möchte mir in Berlin eine Wohnung kaufen, zum Investieren, ich habe einen Kredit, die Bank hat sich das angeguckt, es läuft alles und dann kam der Mietendeckel und auf einmal sagt man so, jetzt habe ich hier die Wohnung gekauft und irgendwie bin ich jetzt als Vermieter da irgendwo in die Bredouille gekommen. Also deswegen fand ich das gerade auch sehr gut, dass Sie diesen Aspekt nochmal angesprochen haben. Der Mietendeckel hatte ja an sich das Ziel, die steigenden Mieten in Berlin abzubremsen. Mhm. Welche Regelungen ersetzen denn jetzt die verfassungswidrige Gesetzgebung? Gar keine. Okay. Weil das ist, wie gesagt, das ist einfach so, das Gesetz ist weg und wir beamen uns zurück an den war glaube ich, 22. Februar 2020. Es gab damals keinen Mietendeckel, es gab BGB-Mietrecht und die Mietpreisbremse.
Das ist eben auch ganz schwierig gewesen in den letzten anderthalb Jahren, das den Leuten auseinanderzuklamüsern, dass es eine Mietpreisbremse gibt, die verfassungsmäßig ist, die vom Bund kommt, wo ich eben bei Neuvermietung nur 10% über der Vormiete nehme und bestimmte so. Und es gab diesen Mietendeckel und den gibt es nicht mehr. Das heißt, wir sind zu einfach ganz normalem BGB-Mietrecht, was immer gegolten hat. So, es gibt jetzt nichts Neues. Die Frage ist, das hat man vorher schon am Anfang diskutiert, kommt was Neues? Mhm. Aber das muss der Bundesgesetzgeber machen und dann, das wird nicht so schnell gehen. Vielleicht noch ein Punkt zu der Corona-Frage, die hatte ich jetzt nicht ganz beantwortet, ist mir gerade eingefallen. Tatsächlich, natürlich ist es ein Problem, oder vielleicht passt es auch hier an dieser Stelle nochmal, dass man sagt, wir tun so, als wäre nichts gewesen. So, das heißt, die Leute hätten die ganze Zeit die nicht abgesenkte Miete bezahlt und wenn die dann mit Corona Schwierigkeiten haben, ja natürlich muss dann denen geholfen werden, natürlich gab es dann Hilfen und so weiter und auch da wäre ich dann der Meinung, also wir haben dieses Thema ganz stark im Gewerberaummietrecht, ja, auch ein spannendes Thema übrigens, ja, gab es auch eine Gesetzesänderung gerade. Natürlich würde ich jetzt auch sagen, auch als Vermieteranwalt, man zieht sich immer zweimal im Leben, also wenn du das kannst und wenn das ein gutes Mietverhältnis ist, dann versuch dem Mieter zu helfen, du mit Stundung oder wie auch immer, ja, weil das ist einfach so, wenn ich jetzt vom Staat keine Hilfe bekomme, ja, dann, ja, was soll ich dann machen, ja, und der Vermieter, denke ich auch, also da ist, wir haben eben diese Sozialbindung des Eigentums, da gibt es auch spannende Urteile, wie weit das reicht, also ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass der Vermieter irgendwie verantwortlich ist für den Mieter, aber ist es einfach ein Verhältnis, was eben irgendwie schon etwas anderes ist, als wenn ich Ihnen jetzt ein Auto verkaufe oder so. Und da sollte es eben auch so sein, dass einfach die Parteien miteinander reden und Lösungen finden. Und also was mich jetzt so in Berlin in der öffentlichen Diskussion oder auch in der Atmosphäre ein bisschen stört, ist eben dieses Gegeneinander, auch in den Medien zwischen Vermietern und Mietern. Es gibt eben, das ist ja in Berlin sehr, sehr stark ausgeprägt, es gibt eben andere Gegenden in Deutschland, wo es nicht so ist. Sie hören es wahrscheinlich, ich bin Schwabe, bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, bin aber schon seit über 30 Jahren hier in Berlin. Und da kenne ich das halt teilweise, dass es eben viel, viel mehr entspannt ist. Es gibt natürlich auch dort Streit und schlechte Mieter und böse Vermieter und so weiter, aber diese generelle, die bösen Vermieter und die blöden Mieter oder wie auch immer, das ist so nicht ausgeprägt. Und da würde ich mir schon, also das versuche ich auch in meiner Arbeit zu machen, dass man also immer sagt, okay Leute, also ich habe hier ein Vertragsverhältnis, das ist auch bis zu einem gewissen Grad eben anders gestrickt als ein Kaufvertrag. Vertrauensverhältnis, reden miteinander. Und das ist eben der Hintergrund, was jetzt passieren sollte, dass die Mieter natürlich auf die Vermieter zugehen sollte. Auch Vermieter kann ja auch mal nochmal über seinen Schatten springen und sagen, hier, pass mal auf, wie sieht's aus? Ja. Ansonsten hat der Senat ja ganz schnell gesagt, und es gibt es ja auch, den Sicherwohnfonds aufgelegt zu haben. Ja. Und da gibt es eben auch diese Antragsformulare, dieses ist auch schon auf der Homepage vom Senat, die kann man sich runterladen. Das sind 280% der Grenzen nach dem § 9 der Wohnungsförderungsgesetz. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, glaube ich, ab Einkommen von 33.600 Knips für Einzelhaushalte kann man das beantragen. Mhm. Und dann gibt es eben diese Hilfe, es ist offenbar ausgestattet als zinsloses Darlehen, aber nur ein Darlehen, wo dann die Leute, wenn sie es jetzt nicht können, eben sich daran wenden sollen. Aber wie gesagt, das Risiko, wenn sich ein Mieter jetzt gar nicht meldet und vielleicht auch aus Trotz meint, irgendwie, das wäre alles unfair und so weiter, der ist in der Tat gefährdet, wenn er einen Mietrückstand hat, der grob gesagt 2 Monatsmieten belangt, dem könnte gekündigt werden, in der Tat. Okay. Und die letzte Frage dazu schon bei der Verabschiedung des Gesetzes, wurde ja schon vor der Verfassungswidrigkeit gewarnt. Wie überraschend ist für Sie das Ergebnis, was gesprochen wurde? Ich habe es am Anfang schon gesagt, also dass es in der Eindeutigkeit gesagt hat, es gibt so gar keinen Ansatz, dass der Berliner Gesetzgeber die Kompetenz hätte, hätte ich so deutlich nicht erwartet. Also ich hätte eher, oder andersrum, spätestens, wenn das Bundesverfassungsgericht in die Prüfung eingetreten wäre, ist das Gesetz nach den Maßstäben des Grundgesetzes wirksam. Also sprich, ungleich ist ungleich zu behandeln, gleich ist gleich zu behandeln, spätestens da wäre es gescheitert. Also von daher hatte ich auch erwartet, dass es nicht hält, aber insofern, und viele Kollegen und Kolleginnen haben auch gesagt, also komm, das
kann gar nichts werden. Ich war da nicht so ganz sicher, dass es so deutlich wird. Aber ich war auch relativ oder eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht halten wird. Mhm. Wegen dieser Gesetzgebungsgeschichte und eben, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, weil es einfach inhaltlich so, tut mir leid, ich muss es so sagen, es war so schlecht. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Gerne.